regnet. Scheiße. Voll viel regnet. Unangenehmst. Das wird ein toller Tag. Ich mach mal trotzdem auf. Mit einem Rülps beginnt der Tag, auf das er sich wohl bessern mag. Wenn man sich so ausdenkt. Quatsch. Naja, ich muss jetzt halt wieder die Treppe zu fegen. Ist ja wieder Samstag. Ey, geht so schnell. Ist so unglaublich. Jo, also ist es halt. Also irgendwie, werden wir mal sehen. Ich werde jetzt mal gucken. Wenn es sich jetzt so einregnet, dann hege ich natürlich wieder nach oben. Ich werde hier einen Zettel dran machen. Aber erstmal werde ich ein bisschen fegen. Treppe fegen. Wie immer in Zeitraffer. Ihr kennt es ja schon. Die Zeitraffer-Vlogs. Ich mache mal kurz Linse. Geht los. Fertig. In einem alten Englisch-Wörterbuch habe ich so ein paar Dokumente gefunden. Also eigentlich ein paar Banknoten, Pesos. Die waren da noch mit drin. 15, 15, 17, 17, 50. 17 Peso 50. Das ist nicht viel wert, aber ist ja dekorativ, kann man sich einrahmen hier. Die sind echt schön, top Zustand. 1935. Weiß ich nicht, was das ist, Personaldokument oder? Ich kann kein Spanisch. Mal gucken, was ich noch so zwischen den Seiten finde. So Geldscheine, noch und nöcher. Total trübes Wetter. Ich glaube, ich werde ein paar Fotos machen und was bei eBay einstellen oder so. Schaut mal, das sieht doch gut aus, oder? Jetzt hole ich dieses Foto-Handy zum Foto machen und lade das Ding gleich hoch. Weil das ist nichts zu tun. Es regnet draußen, deswegen kommt kein Mensch. Na, was doch immer. Schwierig ist es auf alle Fälle hier, ey. Irgendwie mit dem Handy da irgendwas hochzuladen bei eBay. Um Gottes Willen dauert das lange. Das ist gar nicht, wie spät das ist. Bin ja schon eine Stunde bei oder so. Ist ätzend. Ich gehe jetzt nach oben. Ich warte jetzt oben. Ist jetzt gleich 10.52 Uhr. Nicht ein Mensch war hier. Jetzt mache ich einen Zettel dann, bin oben. Da klingeln sie. Das ist auch gut. YouTube checken. Buh. Oh Gott! Spinnst du? Prank time! Ich bin im falschen Film. Nee, bist du noch richtig im Fahrradsalon?
Naja. Ich glaub, ich bin im falschen Film. Falschen Film. Falschen Film. Kannst du nochmal erklären, dass die Bremsen mit sämtlichen Schrauben in einer bestimmten Reihenfolge montiert werden müssen? Bremsen mit sämtlichen Schrauben in einer bestimmten Reihenfolge. Was meint er? Ein Lumentermin? Welche Bremsen waren das? Welche Bremsen? Das ist die, was denn? Ach so, das ist schon wieder Geschichte. Das interessiert überhaupt niemanden. Hat niemand gelacht. Ich hab keinen gehört. Nee, hier so ein... ach, ist ja auch real. Interessiert dich ja auch nicht. Interessiert dich einfach nicht. Oh, was ist denn jetzt los? Heute gibt es... Ei. Nennen schönen Steg Schlüsselsatz, der Firma. Britul. Deine Tochter hat eine sehr laute Stimme. Ja, wir haben ein sehr... Tommy, guck mal. Das ist jetzt schon öfter mal so. Guck dir das mal an mit Elend. Selte. Guck mal. So kommt sie immer aus dem Zimmer rausgelaufen. Entweder hat Anuxi geschlagen oder die Haare gerissen oder mit ihr gestänkert. Und sie will alles bestimmen. Wer denn? Anouk. Und dann schreit die mich an, wenn ich sie zur Rede stelle. So, jetzt will ich Anouk verprügeln. Ja, hat sie anscheinend verdient, weil sie hat ja nicht daraus gelernt, dass ich hier vorhin schon eine Ansprache habe. Ich werde sie verprügeln. Da muss ich die Kamera kurz mal ausschalten. Jetzt geht das drüben weiter. Oh. Lass die Skali in Ruhe. Wer ist das? Anouk? Ich werde sie verprügeln. Dann werde ich beide verprügeln. Bin gleich wieder da, geht dauert nicht lange. Die blutet ja mal gleich. Hoffe, aber er fühlt alle bluten. Was soll ich denn sagen? Was soll ich sagen, damit die Publikumszahlen steigen? Ein sehr seltenes. Angebot. Hast du noch einen Kaffee? Natürlich. Hab ich doch gesagt, dass er erst jetzt drauf eingegangen wird. Nach 2 Stunden! Ja, guckst du mal gucken. Nach 2 Stunden. Mit so einem Kontrollblick zur Uhr, es sind exakt 2 Stunden. Das war nur eine leere Rolle da. Ja, aber wo ist sie hin? Na, die stand doch da drüben. Die stand schon dort? Ja, ich hab die hier mitgenommen, um die Kinder zu verprügeln. Ja. Nein, die stand da drüben. Ich hab nur gegriffen, weil ich hab mich umgeguckt, womit kann ich die verprügeln, und dann habe ich die Küchenrollen halt. Halter, wohlgemerkt den Halter gefunden. Nicht die Küchenrolle. Die Küchenrolle selber wäre zu weich. Kann ich nicht nehmen. Darüber amüsiert, als ich die Geschichte erzählt habe, wie Mama hier stand mit Carola und sie die Arme so aufgerissen hat und Lumen ihr so entgegengesprungen ist. Habe ich dir das eigentlich auch erzählt? Ja. Und Lumen dann, Mama stand ja hier. Abgebogen ist. Und sie hat die Küche abgebogen. Straight abgebogen. Meine Tochter ist echt... Das war so witzig. Papa hat sehr gelacht darüber. Meint er den Bremsbelag? Mann, ich weiß nicht, was er meint. Ich schreibe nicht, was er meint. Welche Schrauben redest du, Junge?
Der meint die Bremsen, steht ja da, ey. Ich bin bescheuert, ey. Ich brauche einen Kaffee, Marlies. Ist ja nicht kein Spruch gewesen. Das war eine Tatsache. Ja, ohne Kaffee kann ich dir denken. Ist ja genug geknistert jetzt auch im Leben. Das kann man ja woanders auch machen. Das muss man doch nicht hier, das ist doch furchtbar! Hör doch mal auf. Jeder, der sich das anguckt, kriegt Ohrenkrebs davon. Aber Tender, nur Fahrräder? Ja, nee. Dann ist man der Fahrradhändler. Aber ich bin der Fahrrad- und Devotionalienhändler. Oh. Warum bist du denn so laut? Du kriegst keinen Kaffee. Nicht hier auf das pure. Ach so, ist ja ein Luxusglas. Ein Luxusglas macht keine Ränder. Das ist ja ein Luxus isoliert. Beim Isolates. Einen. Kannst du doch. Jawohl. Ein. Nimm dir den einen. Fein. Der feine Maß. Fein ein. Oh, brauchst du noch welche. Kannst du noch mal allen erklären, dass die Bremsen mit sämtlichen Schrauben in einer bestimmten Reihenfolge montiert werden müssen? Ist ja kaputt, das Bild. Welches Bild? Von Carsten. Bitte auf. Doch, ist noch drin. Uns kaputt hier? Ist hinterlegt, wa? Ne? Das hat er mir gesagt. Zwei Schäden sind drin. Mir kriegt der Papa. Aber eins, nur ein. Ja? Das ist so fein. So fein, so artig ist. Ja. Wo ist Zucker? Ein. Wir wählen ein. Ganz ein. Gedacht. Ein. Nimm raus ein. Die Versuchung ist schwer. Tada! So brav. Sie ist am Überlegen. Am Hand. Sie hatte auch zwei erst. Kann man noch, dann noch nach noch einem fragen oder muss ich jetzt schon zugreifen? Aua, hör mal auf! Ja. Weg da. So, ich habe ein sehr schönes Fahrrad gekauft gerade. Und zwar ist das ein Trek. Metro Trek von 1990. Ungefähr 1990, 91. Mit einer Krypto-Lok. Also ein Kryptonite-Schloss. Total geil. Total genial. Den Original-Schlüssel dazu. Der immer noch funktioniert. Die 1348 Serie E. Kryptonite. Finde ich gut. Das muss natürlich überarbeitet werden. Also sprich Griffe ab, Schaltung mal alles überarbeiten. Alles mal schick machen. Alle Züge raus, alles neu einstellen. Aber dann ist es doch ein geniales Fahrrad. Ein richtig gutes. Made in den USA noch. Ja. Vorne der Zug hier hängt nur noch am seidenen Faden. Da ist nichts mehr zu löten. Okay. Das muss ab. Also, okay, alles klar. Und hier oben, Bremshebel, den hat es zerledert. Den braucht es mal neu. Ne? Also da kann man nicht machen. Also alles ab und alles neu. Ihr schaut einfach mal zu, stillschweigend sozusagen. Also ich werde da jetzt nicht wahrscheinlich nicht so viel kommentieren oder so, sondern einfach machen. Bremst. Also den Griff ab, Bremshebel ab und so weiter. Ist ja auch jetzt nicht so interessant. Eigentlich, aber es ist eventuell heute einer der ganz wenigen Aufträge. Und von einer Stammkundin, die sehr begeistert ist von diesem Laden übrigens, freue ich mich natürlich dann auch. Wenn dann irgendwie so Leute, also eine neue Kunde, die habe ich in dieser Woche gehabt, zum ersten Mal, die war so begeistert hier, weil ja, geht so schnell und du bist so freundlich und kompetent. So kommt es ihr zumindest vor. Dann haben wir ja alle richtig gemacht, alle Türen vorgetäuscht. Kompetenz vorgetäuscht. Bogen.
muss ich auch erneuern. Bogen, Bremshebel, alles muss neu. Wenn alles neu muss, muss alles neu. Das Einzige, was gut ist, ist diese die Bremse an und für sich, also diese Bremskörper an und für sich. Das ist soweit okay. Allerdings, was uns zum Thema bringt, was ich vorhin sagte, ich erkläre es nochmal, warum, wieso, weshalb, ist hier der Bremsbelag falsch eingestellt. Viel zu schräg, ein Stück zu weit unten und es ist für eine Stahlfelge auch der falsche Belag. Davon sehen wir jetzt mal ab. Weil, ich glaube, das ist für Aluminium. Aber was ich jetzt erkläre, ist folgendes. Hier ist es nämlich falsch verlegt. Der ist schräg dran. Da fehlt nämlich ein Teil. Herr Behrens, wir kommen zu Ihrem Kommentar. Ich schraube den Bremsbelag ab. Weil dort eine Scheibe fehlt. Der Bremsbelag an und für sich ist ja gut. Ich glaube, ich habe das schon mal erklärt übrigens. Mit diesen ganzen Scheiben und Ausgleichsscheiben etc. Also man hat den Bremsbelag hier. Dann kommt auf die Innenseite. Bei dem jetzt schaue ich mal, wie dick, wie weit die Bremse. Schaue ich, wie weit die Bremse von der Felge wegsteht. Aufgrund der Gabelkonstruktion. Dementsprechend entscheide ich mich entweder für dieses breite Teil oder für das schmale, was hier gar nicht vorhanden ist. Liegt bestimmt auf dem Boden hier irgendwas rum. Naja. Also. Zu den Teilen eines Bremsbelages gehört wie folgt. Die Mutter. Abschlussmutter. Unterlagscheibe. Kleines Distanzstück. Großes, also breites Distanzstück, schmales und breites Distanzstück und die Ausgleichsscheiben, hier diese Halbrundscheiben zum Ausgleichen des Winkels. So, bei einem weiten Abstand, zwischen Bremse und Felge, also wenn wir von vorne bzw. von hinten aufs Rad gucken und sehen, dass die Bremse, die Bremsaufnahme weit weg ist von der Felge, dann nehmen wir das breite Distanzstück nach innen. Wenn wir sehen, dass sie nah dran ist, das müsste man jetzt am Objekt zeigen, kann ich jetzt, ich habe jetzt keinen Vergleich. Also wenn ich jetzt zwei nebeneinander stelle, aufgrund der Rahmenkonstruktion sieht man halt, es entweder weit weg ist oder es ist nah dran, geht nah am Rahmen vorbei, der Rahmen. In unserem Fall steht die Felge sehr weit weg von der Gabel. Also nehmen wir das breite Distanzstück nach innen als erstes. Und zwar so, dass die Hohlkehle, dass diese Rundung nach oben zeigt. Dann nehmen wir so ein Gegenstück, so eine Ausgleichsscheibe. Die kann sich nämlich da drin wunderbar bewegen und kann sozusagen den Winkel ausgleichen. Jetzt wird die eingebaut, so. Und sitzt dann quasi ja auch so im Rahmen, das ist in. Dann kommt hier die Bremse und dann kommt auf der Gegenseite die anderen Teile. Und dann wird es gekontert. Ich versuche das jetzt mal irgendwie hier, ich kann das, aber ich habe hier keinen Halter. Das ist das Problem. Ich bräuchte einen Kameramann tatsächlich, der das wirklich mal auch mal ordentlich filmen kann. Aus einer vernünftigen Position, weil so kann ich es euch fast nicht zeigen. Ich probiere es mal mit unter den Arm klemmen. Seid nicht sauer, wenn der Ton jetzt gerade nicht hinhaut oder nicht ganz das Bild stimmt, weil ich mache das wie ein Krüppel. Ich komme mir vor wie so ein... Ich weiß nicht, ob der Kameraausschnitt stimmt. Mann. Also. Soweit haben wir es. Ich setze ein. Rein. Zack. Von außen kommt das genau verkehrt rum. Erst diese Ausgleichsscheibe hier drauf.
Dann dieses Testanzstück, das kurze jetzt hier rauf. Dann dieser Konterring, Konterring, Quatsch, Unterlagscheibe rauf. Und am Ende die Mutter, Überwurfmutter, Nuss, was auch immer. Ich schraube handfest an und kann es jetzt nochmal zeigen. So muss es aussehen. Innen dick, außen dünn. Jetzt kommt der Bremsbelag auch gerade an. Also der soll nicht 100% gerade ankommen, sondern eher vorne einen Tick zuerst, damit er sich dann beim Bremsen ranziehen kann. Das kann ich jetzt aber nur mit beiden Händen einstellen. So. Also muss ich euch kurz mal ablegen. Könnt ihr von da gucken. Vielleicht taugt das ja auch. Dann klemme ich das hier so ein. Ne? Dann kann man eventuell, kann man das so sehen. Also. Wenn der Bremsbelag sich beim Festziehen so wölbt, das ist natürlich echt nervig. Na, dann wird der quasi so gezogen und dann bläht der so, geht der so schräg. Das ist natürlich ist eigentlich Schrott. Also ich habe es jetzt so eingestellt. Er darf nicht gegen den Reifen kommen oben. Der darf nicht an die Felge kommen beim Ziehen. So, jetzt brauchen wir noch einen Hebel oben, einen Bremszug. Mache ich jetzt auch noch schnell und dann schauen wir uns das Ergebnis mal an. Also, gehen wir jetzt erstmal hier oben. Hebel. Die Länge der Hülle werde ich erstmal abmessen mit Hilfe eines alten Zuges. So. Und so. Ungefähr so. Zieht wie Hupax. Also er ist schon gut, den Poweradapter zu haben auf alle Fälle. Fertig. Okay, haben wir. Funktioniert. Die Bremse ist sehr gut. Tja, lieber Leute. Könnt ihr mal sehen, wa? Die meisten Fehler sind gar keine Fehler. Mahlzeit. Hast du Mahlzeit? Achso, Mahlzeit. Hm. Schmal jetzt, ist Mahlzeit. Ach, Mahlzeit. Hast du Mahlzeit? Achso. Hast du Mahlzeit? Naja, weil wir jetzt auch erstmal sacken lassen müssen. Naja, muss man erstmal drüber nachdenken. Das sieht lecker aus hier. Das und das, die Kombi. Ja, naja, wirst nicht fühlen, weil es ja ein Designglas und da ja, sollst ja nichts fühlen. Ne? Das sein, dass da noch Wärme ausstrahlt. Ein Anti-Feeling-Ding extra. Ne, ist noch warm. Also ist nicht so kalt. Ja. Ne? Also, mal. Kann ich dir mal eine Fachfrage stellen? Stell dir meine Fachfrage. Fachfrau. Beantworte dir doch die Frage einfach selbst, so wie das hier üblich ist in dem Laden. Die meisten kommen, ey du, meine Bremse ist kaputt. Ich sage, sag mir doch, was dran kaputt ist. Schau dir die Bremse an und sag mir, was kaputt ist daran. Und die Dame hat es wirklich erkannt. Nachdem sie dann doch mal hingeschaut hat und gesehen hat, wo das Problem liegt, hat sie es erkannt. Das ist gut so. Also das nennt man, es gibt ja selbst erfüllende Prophezeiungen. Und das ist wahrscheinlich ein Untertitel oder ein Unterartikel davon. Das ist dann die selbsterkennende Problemlösungstheorie. Ja, genau. Und du darfst trotzdem ran, ne? Und oder ich darf trotzdem muss ran. Muss er dann wieder machen hier. Und ich muss nämlich den Bremsbelag, das eigentliche Problem, dann lösen. Was sie nicht als Problem erachtet hat, weil sie ja meinte zu mir, das ist kurios. Eigentlich also, könntest du jetzt auch langsam anfangen, so Beratungsmoral zu kriegen. Ach so. Na, krieg ja. Ist ja in dem Sinne. Ist ja nicht. Meinst ohne sich die Finger schmutzig zu machen? Aber wenn jetzt jemand kommt, sag mal, mein Tretlager funktioniert, was ist denn nicht richtig? Also, so mal ranführen. Meinst du so eine kleine Couch da oben nicht stellen? Jetzt krieg ich schon mal einen Fünfer von dir. Wenn ich es noch fertig mache, dann kostet das Ganze. Den Fünfer lege ich dir dann da rein. So wie so einen Kostenvoranschlag machen. Ja, ist ja witzig. Kostenvoranschlag. Ist nicht witzig für deine Kunden.
Ja, gut, die freuen sich trotzdem, weil das musste sie jetzt nicht bezahlen. Man hätte ja auch einen großen Auftrag ausmachen können, also einen dicken Otto los sozusagen, ja, und sagen können, also das ist ja wirklich. Ist das ein Hundefahrer? Ja, ist Design. Wieder mit dem Schwänzchen. Das ist sehr glücklich. Na, ich überlege mir das mal, ob ich dem jetzt mal Daten schicken will. Ich meine, ich frage mich, was kann man mit Bankdaten anfangen, wenn man keine Bank hat. Sonst keinen Zugang dazu hat. Ich meine, nur weil ich deine Kontonummer kenne. Die stehen ja teilweise auf Kreditkarten drauf, nicht Kreditkarten, auf Visitenkarten oder so. Bankverbindungen, dann müsste ja jedes Unternehmen abgezogen werden können. Du, ich habe keine Ahnung. Scheiße, deswegen bin ich aber hingekommen. Ja, aber Heinz Richel, Heinz. Heinz Rührei. Ja, ein bisschen Respekt. Ein bisschen Respekt würde ich jetzt nur mal ausbitten für diesen verdienten Startschauspieler. Ja. Er hat aber schon eine prägende Spur hinterlassen, ganz klar. Ja. Nicht nur im Klo. Also, weißt du, nee, Heinz Rummer, ist ja keine Frage, es war schön, ne? Das verbinde ich mir! Das verbinde ich mir! Genial. Ja, war gut. Heinz Rummer. Ja, ist doch von ihm. Ist ja, doch sein passt Ding. Aber auch in der Stimme gut. Das ist so. Ja. Ja, ich meine, du bist ja mit der Zunge auch geboren, oder? Ja, die war schon dran. Komplett Check-up hat sie machen lassen. Und jetzt hat sich der Konus festgezogen und die Narbe hat sich freigedreht. Die Achse ist kaputt jetzt. Die Konen überprüfe ich. Das ist im Arsch. Die Achse ist für die hin. Lager sind zerquetscht. Das ist im Arsch. Im Arsch. Nicht mal gelöst hier. Wurde nicht gelöst, wurde nicht gefettet, irgendwie, dass es wieder funktioniert zu schließen. Das ist ein komplett schick ab für 80 Euro. Ey. Bist du rein? Wo sind wir denn? Hier sind wir. Ja, tut mir ja leid. So viele muss ich wegschneiden. Tut mir leid für mich eigentlich, weil ich das alle wieder wegschneiden muss. Top, 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 top. LX. Leider im miserablen Zustand. Jetzt will ich die eine Seite hier.
ist halt so. Deswegen waren es auch nur. Nur in Anführungsstrichen 100 Euro. Viele werden sagen, was, 100 Euro hast du bezahlt für das Grottenrad, wo am Ende nichts mehr übrig bleibt. Ja, aber das ist ein gutes Rad. Also das ist wirklich ein schönes Rad. Das ist ein Trek, Metro-Trek von 1990 oder 91. Und das ist ein sehr guter Zustand, eine sehr gute Qualität. Also sehr guter Zustand ist es halt jetzt gerade nicht mehr. Aber der Rahmen ist ein... Jetzt sehe ich gerade, das ist ein Beutelrahmen. Scheiße. Könnte ich kotzen. Die habe ich nicht gesehen. Na egal. Na egal, ich baue es trotzdem auf. In gut. Ich werde es verkloppen. Geld krieg ich wieder. Die Teile sind halt diese Dolle. Vom Zustand her, der Rahmen dachte ich, ist in Ordnung. Ist er auch nicht. Mann, ich will auch mal Glück haben. Genau, was gut ist. Schnappen. Nicht immer nur Müll und Dreck. Schnappen. Ich muss noch hart arbeiten. Was machst du denn da? Das ist Müll. Trotzdem kam wieder Müll rum. Holt die olle Pumpe raus, diese verfickte Pumpe. Jetzt bin ich damit beschäftigt. Die Pumpe ist Müll! Die Pumpe ist Müll! Ach! Taugt nicht! Ja. Wer so will, kriegt sie geschenkt. Abholen bitte. Solange bis der Schrottländer da ist. Pumpe könnt ihr haben. Holt euch ab. Zu verschenken. Prophetpumpe. Prophetenpumpe. Das ist Gotteslästerung. Was denn? Kann er abholen. Was zu tun? Ja, fett. Hier. Tschüss. Ja, ein bisschen traurig. Ich hab gar nicht gesehen, ey. Ich hab nicht gesehen. Einkaufen? Cola. Wasser. Genau. Oh my. Thorsten sagt seine Frau, was vom Kind mache ich mal. Wenn das Kind was zu essen will. 500 Gramm? Moin. Ich sitze in meinem Kellerloch. Ich sitze in meinem Kellerloch. Die Sitzung ist abgelaufen. Ja, aber es ist ja ärgerlich, dass ich die Beule am Rahmen nicht gesehen habe. Ja, das macht jetzt der Stabilität kein, tut das keinen Abbruch, aber das Problem ist halt die. Die Leute, die wollen das perfekt haben. Das ist das Problem. Ich könnte das mit Blei auffüllen, klar, ein bisschen rausschleifen, mit Blei auffüllen. Im Oberrohr ist auch noch eine Beule. Ach, ist das alles.
sind halt scheiße, ey. Ich muss die demnächst besser angucken, die Armen. Ja, dann zeig doch mal her, was ist denn das? Das ist doch nur Papier. Und hat der Johann auch noch unterschrieben. Was ist denn der Johann? Wir, Johann von Gottes Gnaden, König von Sachsen etc. 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 haben uns bewogen, gefunden, dem Direktor der 4. Bürgerschule Allhier, Karl August Zehrfeld, in Anerkennung seiner langjährigen, treuen Amtsführung und seiner bewährten, gemeinnützigen Wirksamkeit das Ehrenkreuz des Verdienstordens zu verleihen. Zu dessen Urkund ist das gegenwärtige Dekret ausgefertigt, von uns eigenhändig unterzeichnet und mit unserem königlichen Siegel versehen worden. Dresden, den 23. April 1863. Und das ist geschrieben von Johann, handschriftlich. Und der wurde verliehen bis 1871. Dann wurde das, wahrscheinlich, ich denke mal, aufgrund des Deutschlandischen Krieges, wurde das abgelöst direkt durch ein Ehrenkreuz. Also in dem Fall gab es man sieht auch die Verdienstmedaille, die es dazu gab, die war natürlich häufiger, aber in der Stufe war es selten, dass zu dem Verdienst, also das ist quasi dieses Ehrenkreuz zur Verdienstmedaille, die Verleihung war selten, weil entweder haben sie die Medaille gehabt oder dann gleich das Ritterkreuz. Siehst du auch, das Ritterkreuz liegt bei, was war das, 1000 Euro irgendwie, 1500, also das war, die Stufe war eine seltene. Zu dessen Urkund ist das gegenwärtige Dekret ausgefertigt von... Und wenn ein Kreuz bei 5.000 liegt, dann ist die Urkunde ist hundertprozentig seltener. Naja, dann ist das Papier ist für mich in dem Fall fast schon wertiger. Als der Orden? Als der Orden. Also ich würde mit 3,5, aber nicht weniger unbedingt. Ansetzen, erstmal. Ansetzen. Na gut, dann machen wir es so. Okay. Vielleicht habe ich auch wieder Unrecht. Keine Ahnung, wer wisst das schon? Bei den alten Sachen, dann musst du doch auch sehen. Das ist ja nur nicht so, dass die alle Nase lang irgendwie auftauchen. Ja, wenn einer so ein Ding hat. Stell dir vor, da hat einer so ein Ding. Ja, und er hat die Verleihungsurkunde nicht. Irgendjemand hat bestimmt, also ich schätze, es gibt vielleicht 2, 3, die haben den Orden. In Deutschland. Guck. Schwimmverein Neukölln. Auch geil, auch gekauft, genial, kommt irgendwo hin. Ich weiß nicht mehr wohin damit, mit dem ganzen Kram. Jetzt ich nach oben, werde ein bisschen arbeiten. Ey, Dokumente sind so geil, das ist so ein geiler Blick in die Geschichte. Freut mich. Wir haben 380 Abonnenten. Es geht mit Riesenschritten auf die 500 zu. Und jetzt? Kriegen wir Kundschaft. Oder auch nicht. Ja, da freue ich mich natürlich sehr und bin sehr gespannt, wann wir die 1000 erreichen und dann 5000 erreichen und dann wann wir die 10.000 erreichen und dann mal 50 und dann die 100.000 erreichen. Und bei 100.000, da kann man schon was machen. 100.000 Menschen kriegt man mit Fahrrädern, glaube ich, nicht so schnell zusammen. Muss ich wohl noch ein bisschen titten und was mal noch? Titten und irgendwas anderes drin bringen. Autos und Titten. Ne? Kriegen wir schon hin. Ich arbeite dran an meinen Titten. Und ein Auto habe ich auch. Sollte also funktionieren. So generiert man Zuschauer. Wir sehen uns am Montag, würde ich mal sagen. Bis dann.